Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit dem Video am 5. September 2018: Wähle deinen Tagesimpuls für heute. Also die Tageskarte, die Tagesbotschaft. Am heutigen Tag, an dem heutigen Mittwoch, haben wir auch einen Portaltag. Und der Energie dieses Tages ist also in der Gerechtigkeit. Also schau einfach bei dir, wo ist dir Ungerechtigkeit widerfahren, wo kannst du noch Gerechtigkeit wiederherstellen, wieder in dein Leben schaffen, und bleibe in dieser Energie am heutigen Tag, dann wird dir auch ganz viel Gerechtigkeit vom Außen begegnen, ja, wird dir etwas wieder gut gemacht, wieder etwas ausgeglichen, wenn du in dieser Energie bleibst. Und auch sei du auch gerecht zu dir selber, gerecht zu deinen Mitmenschen, so wird auch Gerechtigkeit auf dich zukommen. Ich bitte dich, stimme dich voll und ganz auf diesen heutigen Tag ein, schließe deine Augen. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du gespannt auf deinen persönlichen Tagesimpuls. Das ist der erste Herz, ist das weiße Perlmutterherz, das zweite ist das goldene Herz und das dritte ist das rote. Wähle intuitiv oder links, rechts oder in der Mitte, was dich am meisten anspricht. Höre auf deine innere Stimme, auf dein Gefühl, auf deine Intuition. Wenn du hier das weiße Herz gewählt hast, dann ist deine Botschaft für heute König Ariel. Erfolgreich, beständig, fähig und machtvoll. Deine Pläne funktionieren wunderbar. Professioneller und finanzieller Erfolg. Weiser Umgang mit Ressourcen. Also heute, dass du deinen Fokus da auf dich, auf deine Pläne richtest. Ja, natürlich auch auf deinen finanziellen und professionellen Erfolg. Und auch, wie du mit deinen Ressourcen auch umgehst. Ja? Und Balance, schaffe einen Ausgleich zwischen Geben und annehmen. Achte darauf, dass es dir gut geht und erlaube dir auch Hilfe von anderen anzunehmen. Also es geht hier auch um Annehmen, dass du dieses Geben und Annehmen in Gleichgewicht heute bringst. Das war dein Tagesimpuls. Falls du diesen goldenen Herz gewählt hast, ist dein Tagesimpuls ist heute 7, Raphael. Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Mach dir klar, was du willst und werde entsprechend aktiv. Das Bedürfnis nach Entgiftung. Hier, wenn ich diese Karte anschaue, dann sehe ich hier auch ganz viele bunte Farben. Diese Farben erinnern mich an den Chakren. Ja, und du kannst wahrscheinlich eine Chakrenreinigung für dich vornehmen oder vornehmen lassen, energetisch. Mach einen Entgiftungstag, mach einen Meditationstag, also innere und äußere Entgiftung, vielleicht ein Salzbad, und dadurch komme zur Ruhe wieder und mach dir klar, was du willst, also dass du über deine Ziele und Wünsche klar wirst und dein eigenes Tempo. Du darfst in deinem eigenen Tempo wachsen und vorwärts schreiten. Du hast alle Zeit der Welt, also du sollst jetzt nicht um allen Preis nach vorne gehen, sondern in deinem Tempo, dass du auch daran wächst. Also lerne die Kunst der kleinen Schritte und gehe gelassen
einen Schritt nach den anderen. Also, wenn du deinen Weg beginnst und auch langsam beginnst, du wächst ja an jedem Schritt und erlaube dir, dich selber zu entwickeln. Also von heute auf morgen wärst du viel zu überfordert damit, ja? Und wenn du dieses rote Herz hier gewählt hast, dann ist deine Tagesbotschaft 10, Michael, eine Situation ist beendet und du bist endlich frei. Also etwas ist zu Ende gegangen. Jetzt werden neue Gelegenheiten zum Glück folgen. Lass die Vergangenheit hinter dir. Es kann sein, dass du hier einen Arbeitsplatz beendet hast, eine Beziehung beendet hast oder etwas halt in deinem Leben zu Ende gegangen ist und du wirst neue Gelegenheiten bekommen. Und es ist wichtig, dass du die vergangenen Zeiten loslässt und deinen Fokus positiv richtest, um Liebe, Licht, Freude, Gesundheit und Fülle in deinem Leben zu vermehren. Richte deinen Fokus jeden Tag bewusst auf das Wundervolle und positive Dinge, die sich bereits in deinem Leben befinden. Das war dein Tagesimpuls für heute, den 5. September 2018. Wenn dir meine Tagesimpulse gefallen, freue ich mich, wenn du mein Video likest, wenn du mein Video auf Facebook teilst, damit das auch ganz viele Menschen erreicht. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal folgst, wenn du mich abonnierst. Und so hast du auch den Vorteil, dass du immer mit dem jeden neuen Video schon eine Benachrichtigung bekommst, damit du gar nichts mehr vom Kanal Rika verpasst. So, ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.